Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier stehe, aber ich habe ja gesagt, ich probiere ein wenig rum. Und ja, ich habe rumprobiert, den Speicherstand nochmal neu geladen, weil ich etwas herausgefunden habe. Wir hatten hier eine Schublade, die nicht aufging. Und wir können jetzt das Messer dafür nutzen. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn? Okay. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Oh. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Schön. Erinnert dich dieser Schlüssel an etwas, Harvey? Das nicht. Aber er weckt meinen Ehrgeiz. Irgendwo in diesem Haus gibt es noch eine weitere verschlossene Tür. Wir werden sie finden. Auf jeden Fall. Ich habe nichts gegen Schlüssel. Es sind die Schlösser, die ich nicht ausstehen kann. Nein. Der Schlüssel ist zu schlüsselig, um darauf herumzukritzeln. Ach. Auf diesem Bild rennt Captain Unbrauchbar offene Tür. Achso, das hatten wir schon mal. Wenn ich endlich Polizeipräsidentin bin, werde ich alle Gefangenen befreien. Yippie! Das wird eine Party! Alles klar! Hallo? Auskunft? Können Sie mir sagen, wo dieser alte Schlüssel passt? Aha. Zweiter Stock ganz links. Vielen Dank! Echt jetzt? Der ist zwar alt, aber nicht so alt. Schlüssel sucht man vergebens auf dieser Karte. Oh. Huh. Schlüssel und Strohhalm? Gibt es denn wirklich nichts anderes, was ich noch vorher ausprobieren könnte? Nein. Irgendwie gefällt mir die Idee, Schlüssel im Schrank aufzubewahren. Das klingt vielleicht dumm, aber ich habe Angst vor verschlossenen Schränken. Das ist nicht der Schlüssel zur geistigen Genesung. So viel ist sicher. Diesen Schlüssel schmelze ich lieber nicht ein. Vielleicht brauche ich ihn noch. Ach nein. Der Schlüssel lässt sich nicht zersäbeln. Ui. Puh. Was hast du, Edna? Schlüssel und Gabel. Da fällt mir wirklich nichts zu ein. Nicht so schlimm. Versuch es nicht zu erzwingen. Hilf mir, Harvey. Ich kann diesen Topflappen nicht öffnen. Hm? Okay. Warum hörst du nicht einfach auf, es zu versuchen? Echt jetzt? Meinetwegen, Edna. Aber der Spieler, der guckt schon ein bisschen komisch. Ja, ist normal, dass ich hingucke. Muss ja spielen. Das Geheimnis um diesen alten Schlüssel ist bereits senfig genug. Das Geheimnis um diesen alten Schlüssel ist bereits tomatig genug. Ich liebe es, Türen zu öffnen. Du solltest Safeknacker werden. Ich dachte eigentlich an Page in einem Hotel. Aber Safeknacker klingt auch cool. So, wir hatten ja in irgendeinem Stockwerk eine verschlossene Tür, die Dr. Marcel halt verschlossen hält, um da irgendwas drin zu machen. Ist das nicht die Tür, wo er drin weint oder so, immer für so und so lange Zeit? Und ist die wirklich im zweiten Stock? Das will ich wissen. Also wenn die wirklich im zweiten Stock ist, dann ist es ja mal einfach ein todeskrasser Hinweis. WTF. So, okay. Ja, das ist das Erdgeschoss. Erster Stock. Zweiter Stock, als ob. Jetzt muss es nur funktionieren. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Was ist das denn für ein Todeshinweis? WTF. Alles klar. Okay. Ach ja, der Schrein mit Alfreds Devotionalien und seiner Urne. Glaube ich, der erste Raum, wo man Alfred so richtig kennenlernt und wo man ihn so richtig schön zu hassen lernt. Aber auch natürlich eine sehr emotionale Szene, wenn sich Edna zum ersten Mal Alfreds Bild anguckt und halt irgendwie ihre zwiegespaltenen Gefühle zu ihrem alten Spielkameraden deutlich werden.
Aber ich mochte das immer, also Mike ist sowieso einer meiner Lieblingssprecher, nicht nur, weil er neben Alfred auch den Drogelbecher spricht, sondern weil er mit seiner quietschigen, nervigen Stimme so unglaublich Gas geben kann. Und wenn er hier irgendwie, guck mal, na, ich fahre, dann möchte man die am liebsten in die Froschfresse hauen. Deswegen gefallen mir auch besonders gut die ganzen Gespräche mit den Fotos, mit Baby-Alfred und Alfred beim Ballettunterricht und vor allen Dingen aber auch, wenn man sich mit dem Bild unterhält, wo Alfred seinen Beamten-Schneemann ganz oben links gebaut hat, sogar mit Schlips. Da singt dann Alfred das Lied Let's Build a Snowman und das kommt tatsächlich aus dem Film Cannibal the Musical. Das ist der allererste Film der South Park-Macher, als sie noch zur Filmschule gingen. Glaube ich, nicht besonders bekannt, der Film, aber unglaublich sehenswert. Guckt euch den Film an. Alfreds Kuscheltier, Putzi, nimmt eigentlich die tragende Idee vom Edna-Nachfolger Harveys neue Augen vorweg. Hier an dieser Stelle hatte ich schon die Idee von dem gruseligen Kuscheltier, das mit seinen rot leuchtenden Augen halt einfach als Gegenpart zu Harvey sehr gruselig ist. Ich habe neulich gerade erst so mein allererstes Story-Dokument zu Harveys neue Augen wiedergefunden, wo ich noch geschrieben habe, dass die roten Augen, die Harvey halt angenäht wurden, dass die tatsächlich Putzis Augen sind. Es wird ja auch nie im Spiel angesprochen, dass es nicht so ist. Also vielleicht hat Dr. Marcel, der Harvey ja irgendwie umgenäht haben muss, Putzis Augen auf Harvey genäht. Vielleicht. Putzi will Harvey töten. Naja, egal. Und wieso? Alles klar. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Briefkastenfresse, alles klar. Der Wind ist ungünstig. Der sagt mir nicht viel. Der Wind ist ungünstig. Oh. Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Kriegen wir hier etwa die Möglichkeit, nochmal in die Vergangenheit getempomorpht zu werden? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und das hatten wir alles schon mal, okay. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Nein, ich bin darüber hinweg. Das könnten wir als Vehikel benutzen, um hier abzuhauen. Sieh mal, Edna, Edna, wie ich fahre. Lässt du mich auch mal fahren, Alfred? Sieh doch, Edna, Bremsspuren. Ich will auch nur ganz kurz fahren. Sieh doch, Edna, freihändig. Sieh doch, Edna, tot. Nein, ich bin darüber hinweg. Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns doch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Aber die Stimme passt irgendwie wirklich, ey. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Nee, das riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Ja, okay, dann würde ich es auch nicht mitnehmen. Yep, sobald ich hier raus bin, rede ich erstmal eine Woche mit den Kissen. Das ist Dr. Marcells Schrein, nicht meiner. Was hältst du davon, Harvey? Dr. Marcel scheint hier regelmäßig zu knien. Das letzte Mal kann nicht lange her sein. Die Kerzen brennen noch. Ach, Milchzähne, okay. Urne. Und das Porträt. Dann reden wir erstmal mit den Milchzähnen. Oder gucken uns die an. Krank. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Okay. Der Mund dazu fehlt. Was bitte? Benutzen. Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig. Und es gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Ja, ich glaube schon. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und ein Gedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Nein, ich will keine Altlasten mit mir herumschleppen. Hallo? Jemand zu Hause? Na, wer wohl? Alfred! Keine Chance.
Sowas mache selbst ich nicht. Okay, das macht Sinn. Guck mal, Harvey. Alfreds Urne. Eine Urne für die Unke. Du weinst doch nicht etwa um den Grinsefrosch? Nein, natürlich nicht. Och, Edna. Alfred hatte immer das coolere Spielzeug. Und er hat mich nie damit spielen lassen. Vielleicht lag's daran, dass du immer Autofriedhof spielen wolltest. Meinst du? Es ist hinter Sicherheitsglas. Autofriedhof! Erinnert dich das an etwas, Harvey? An nichts, was uns weiterhilft. Lass uns weitersuchen. Alfreds Jojo. Alfred war ziemlich ungeschickt damit. Konnte nicht einen einzigen Trick... Gib's auf, Alf. Du bist und bleibst ein Grobmotoriker. Sieh nur, Edna! Edna! Jojo! 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 Ei, ei, ei. Guck mal, Harvey. Ein Jojo. Ja, das wolltest du immer haben. Alfred hatte es nicht verdient. Er war ein dilettantischer Grobmotoriker. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Wenn ich endlich draußen bin, hole ich Hilfe und befreie euch. Guck mal, Harvey, noch mehr Erinnerungen. Hey, da sind auch Wurmeln von dir drin. Und? Taugen die zum Tempomorphen? Um ehrlich zu sein, warst du nie besonders gut darin. Sogar Alfred konnte dich besiegen. Und wir wissen doch alle, was für ein Grobmotoriker die Kotzkröte war. Hm. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Alles klar. Hallo Putzi. Putzi muss Harvey töten. Putzi. Ach ja. Sieh doch nur, Harvey. Der gute alte Putzi. Buh. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. So, ich denke, das hier lässt uns die Unterschrift von Dr. Marcel fälschen. Weil es halt geschrieben ist und deswegen denke ich jetzt mal. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Dein Ballettkostüm ist peinlich, Alfred. Sieh nur, Edna, ich tanze, ich tanze! Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Na, Breitmaul-Dämlack, bist du stolz auf deinen Schneebeamten? Let's build a snowman. Snowman building is fun. We can name him Bob. Or we can name him Sean. We can build him tall. We can build him not so tall. Snowman. Alles klar. Erinnerst du dich an Alfred? An den Grinsefrosch? Wie könnte ich den verdrängen? Dann lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Ja, gute Idee. Yippie, es geht wieder los. Oh. Was ist? Wo bleibt das Fade-Out? Ich weiß auch nicht. Irgendetwas blockiert die Erinnerung an Alfred. Merkwürdig. Lass uns einfach weiter umsehen. Ich wollte schon sagen. Bestimmt finden wir noch eine Erinnerung, bei der es klappt. Weil Harvey meinte doch auch irgendwas mit Schule. Erinnerst du dich an Alfred? Das aber etwa. Vielleicht finden wir noch was... Alfred war schon als Baby hässlich. Oh. Hey, Baby Alfred. Baby Alfred will Brei, 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 will Brei. Erinnerst du dich das schon? Aber vielleicht... Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll... Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Oh. Ich weiß.
Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Das ist irgendwie echt voll traurig. Dass Edna ihn so vermisst, so lieb hat. Oh. Das klappt so nicht. Richtig Gänsehaut, ey. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mathis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Du, Alfred, ich habe schon wieder meine Hausaufgaben vergessen. Lässt du mich abschreiben? Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna will schon wieder abschreiben! Psst, du verräterischer Stinkstiefel! Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wiedererlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ja! Tempo morphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Geil! Geil! Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Herr Hornbusch ist einer der uninteressantesten Charaktere in Edna bricht aus. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über das Farbschema der Charaktere verlieren, weil ich häufiger gefragt werde, nach welcher Logik ich halt manchen Charakteren in Haut und Augen Fehlfarben verleihe. Das geschieht rein intuitiv. Ich glaube, es hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Wenn sie ihre Menschlichkeit verlieren, sieht man das den Leuten auch an. Herr Hornbusch konnte von Edna niemals als tatsächlicher Mensch gesehen werden. Sprechend ist er blau. Oder aber stammt aus der Sesamstraße, das kann natürlich auch sein. Okay. Globus. Tafel. Ja, ich bin mir nicht sicher, inwieweit man das beim Spielen oder Schreiben des Spiels reflektiert, aber eigentlich ist der Sachverhalt, dass Edna zur Strafe für Störung des Unterrichts in einen Schrank gesperrt wird, doch hochgradig bedenklich. Jetzt möchte ich aber das Augenmerk einmal auf dieses wundersame Kleiderstück im Hintergrund lenken, zumal dort der Brief, den Mathis an Herrn Hornbusch geschrieben hat, drin steckt in der Tasche, müssen wir wohl davon ausgehen, ja, dies ist der Mantel von Herrn Hornbusch.
Wie sieht er wohl in diesem Mantel aus? Warum trägt er ihn? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Oh, hätte ich gerne erfahren. So, Loch geht auf, Leute. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.